So Leute, ich habe die Farm ein wenig aufgeräumt, auch wenn ich noch lange nicht fertig bin. Das dauert immer so ewig, die ganzen Plots zu verkaufen und ja, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich wünschte mir, ich könnte 100 Plots tragen, dann würde es wenigstens sich lohnen, also generell 100 Platz frei haben. Aber ich glaube, das ist in dem Spiel nicht möglich. Ich gehe mal kurz ins Haus, auch wenn wir schon nur noch eine Stunde schlafen. Ich will die Mail lesen. Da steht drin, Casey von Casey. Hey Bea, erinnerst du dich an die Silvesterabend, an dem wir diese Party, nach dieser Party gesucht haben? Während wir durch die Stadt geirrt sind, orientierungslos, habe ich mich plötzlich wieder zurechtgefunden und es dir nicht gesagt, weil ich wusste, dass wir in der Nähe dieses Cafés waren, das dem Tyrannen gehört hat. Und weil es anfing zu regnen, habe ich mir gedacht, es wäre wirklich romantisch, zufällig wieder dort zu landen. Ich schätze, ich habe endlich den Mut gefunden. Aber das Café war pleite gegangen und war jetzt ein Taco-Laden. Also haben wir im Regen Tacos gegessen und es war einfach wundervoll. Wir waren auf dem Dach deiner alten Wohnung, in der Hoffnung, das Feuerwerk zu sehen. Ich wollte dir etwas sagen, aber dann hast du mir von Afrika erzählt. Es klang nach einer fantastischen Reise. Ich war wirklich glücklich darüber, dass du das getan hast, was du geliebt hast. Bis zum Morgen schlafen, was eh nur eine Stunde ist. Uiuiui. Den Erfolg, den ich bekommen habe übrigens, der war einfach nur, weil wir über 24 Stunden weg waren. So, hier, zack. Tier. Na, das Platz ohne Ende. Jetzt gucken wir mal, was die, was diese hier machen. Oh, Gott sei Dank. Ich kann die Phasen-Zitronen einfach aufsaugen. Dann ratet mal, wer gleich wahrscheinlich Hunger bekommen wird. So, aber ich nehme erstmal, bevor wir mit den Phasen-Zitronen fertig sind. Dabei fällt mir echt ein, ich habe hier echt bald keinen Platz mehr. Ich muss eigentlich Quaderbeeren weiter anpflanzen. Wobei, wenn das gut läuft, tja, ich weiß es echt nicht. Die Tierchen fressen mir echt noch die Haare vom Kopf, die ich jetzt alle hier habe. Das ist so cool gemacht. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, die brechen ja aus. Was geht? So, erstmal Quaderbeeren füttern. Für den Anfang. Denn ich habe noch nicht genug Phasenzitronen. Aber ich kann schon mal ein paar reinwerfen. Was macht ihr da? So, unsere ersten Dinger sind fertig. Wo kommt denn die rüber her? So. Nice, direkt 20 Stück und die bringen gerade auf dem Markt echt gut was. Aber das ist echt spooky, dass die hier draußen dann rumgeistern mit ihren Phasen. Super gut gemacht. Da hat ja immer noch einer Hunger. Oh, das war ein Plot, Entschuldigung. Warum hocken die eigentlich aufeinander rum? Das ist doch echt ätzend. Ist das buggy oder so? Denn das hat zum Negativen, dass die nicht futtern, was... Ne, was unten liegt. Aber gut, das hat sich doch schon gelohnt. Schon haben wir wieder ein paar Quantenplots mehr. Was soll das denn hier? Ja. Viel Spaß beim Fressen. So, jetzt schaut mal an, was die bringen aktuell. Es sinkt zwar, aber 95. Schöner Preis. Da kriegen wir ordentlich. So, ich muss mich endlich mal ums Gemüse kümmern. Zum Glück haben wir nur eine Sorte Slimes, die Gemüse frisst bei uns auf der Farm. Hä? Wisst ihr, was mich echt stört? Wenn wir hier eine Zeit lang nicht mehr waren, dann lädt das Gebiet auch nicht mehr. Das ist echt mies. Da müssen wir auch echt drauf achten, dass ich jeden Tag hier vorbeikomme. Bist du etwa ausgebrochen? Der ist wirklich ausgebrochen. Das Problem ist, glaube ich, die können wirklich ausbrechen, wenn die nichts zu futtern bekommen. Haben jetzt alle? So, jetzt haben wir erstmal alle. Ich muss die auch irgendwann zu großen Quantum-Viechern machen.
Und meine Farm ist so riesig. Tja, ich habe die Hühner nicht mehr. Fällt mir gerade ein. Ich habe die Hühner nicht mehr. Oh. Hier ist schon einiges verpufft, weil ich mich nicht mehr drum gekümmert habe, um die Farm. Und weil das hier alles so rumliegt, wächst natürlich auch nichts mehr am Baum. Ich glaube, ich werde in Kürze hier mal abreißen müssen und ein paar Bäume hier anpflanzen, damit wir noch mehr Bewuchs haben. Weil die Pinkplots, die kann ich mir auch so irgendwie besorgen. Passt schon. Aber wäre echt wichtig, dass wir irgendwie gucken, dass wir, naja, halt mehr Obst haben. Miau. Plots, sehr schön. Sind ja doch einige geworden. Wobei, ich lasse es hier erstmal unberührt. Was soll's? Dann sammeln sich die Pink Plots die ganze Zeit von alleine. Und natürlich auch die Meat Plots, die wir auch brauchen. Wäre eigentlich gar nicht so doof, die vielleicht mit in die Quantum-Dinger mit den Meatsplots zu kombinieren. Dass wir die auch haben. So. Jedenfalls, kommen wir endlich mal zum weiter hier basteln. Habe ich neue Sachen bekommen? Nee. Ich kann noch ein paar Bohrer bauen. Brauche ich natürlich auch, um coolere Sachen bauen zu können. Wie zum Beispiel ein paar Warp-Technologie-Sachen. Marktverbindung. Ein komplett... Was? Da ist es doch. Royal Gelee. Mist. Plotmarkt, der es dir erlaubt, schnell Verkäufe zu machen. Für aktuelle Preise den Hauptplotmarkt besuchen. Das ist ja mega. Und Warp-Dinger. Pinker Teleporter. Ach so, dafür müsste ich den Pinken davon bauen. Ah, ich Idiot, was habe ich da gemacht? Warum habe ich davon... Ach nein, hä? Warum habe ich davon zwei ausverkauft? Ach so, das ist so ein Set, glaube ich. Ah, damit kann ich die Plots dahin schießen. Ressourcen zwischen zwei Orten zu transferieren. Okay, somit kann ich aber zumindest ein paar Ressourcen auf die Farm bringen. Das ist schon mal eine gute Sache an für sich. Das brauche ich. Royal Gelee, woher kriege ich das? Honig wahrscheinlich, hier Extraktor. Dann wollen wir mal in vollen Zügen Honig extrahieren. Eigentlich wäre es sinnvoll, im Wald zu machen, oder? Da, wo die Honigplots, Honigdinger rumrennen, oder? Das ist vollkommen egal. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich suche mir mal hier eine Stelle, das ist gut. So. Bienen. Installieren. Installieren. Ich werde jetzt hier überall auf meiner Farm diese lustigen Dinger installieren. Fortgeschrittenes Bienenhaus. Oh, ich habe doch Mist gebaut. Das waren alles gar keine Bienenhäuser. Weil er wieder umgeschaltet hat. Und das mit dem mobilen Markt, das wird richtig praktisch werden. So. Dann hätten wir das erstmal. Tja, jetzt heißt es erstmal Fleisch sammeln und so. Wie kriege ich jetzt schnell Fleisch? Eigentlich müsste ich Hühner... Ach Quatsch, da hinten laufen noch immer viele, viele Hühner rum. Im Grunde ist das eine gute Idee, wenn wir da einfach mal hingehen. Pogofrucht weg mit damit. Einfach mal die Hühner absaugen hier. Oh, da kamen ja wieder zwei raus. Oh, nice. Kommt her. Alle in meinen Strahl rein. Oder fressen die Hühner das hier auf? Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kommt her, kleine Hühnchen. Oh, da hinten, da hinten. Ja, nice. Hier können wir uns an Hühnern satt sammeln.
Dann wäre es eigentlich auch gar nicht so schlecht, die Meatsplots damit zu füttern. Dann kriege ich doppelte Dinger. So, das habe ich auch wieder. Da hinten kam wieder neu raus, oder? Hehe. 50 Hühner haben wir gleich. Nice, das ging schneller als erwartet. Ist das ein Bug oder ist das so geplant? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ist halt auch egal. Hühner? Oder ist das, weil ich lange nicht mehr hier war? Oh oh. Ah, da ist wieder eins. Oh, ich glaube, ich habe sie alle verbraucht. Apropos, wenn wir eh schon hier hinten rumrennen. Ich werde danach gleich mal gucken, dass wir in den Ruinen definitiv den Dings füttern. Quietsch, quietsch. So, hier habe ich schon alles schön ausgerüstet für noch mehr Wasser-Slimies. Und da danke auch für den Tipp übrigens, dass immer nur 4 in einem sein sollten, weil die sonst an Platzmangel leiden. So. Vielleicht sind ja jetzt wieder welche da, wenn wir zurückkommen an Hühnern. Dann haben wir 50 Stück und dann geht's ab in die Ruinen. Bringt uns das hier hin? Keine Ahnung. Hühner? Hühner? Wir werden in den Ruinen auch schon irgendwie Hühner finden oder so. Hoffe ich doch mal. Oh, oh, oh. Oh, nice. Ein Alter. Gibt auch einen Erfolg, wenn ich den verbrenne. Ich bin mal ganz kurz beschäftigt, aber dann weiß ich, dass wir so am besten dahin kommen, in die alten Ruinen. Warum habe ich denn die Verbrennungsanlage so weit weggemacht, ich Idiot? Doof aber, wenn die Phasenslimes echt ausbrechen können. Karussell-Errungenschaft freigeschaltet. Tada! Die wollte ich jetzt hier reinhauen. Und ein Gurkockel. Hier, guten Appetit. Warum ist da das Home-Zeichen? Nur um sicher zu gehen. Mal gucken, was da genau kommt. Wenn wir. Ach so, da ist unser Zuhause. Seid ihr fertig? 6 Minuten noch? Okay, alles klar. Da ist noch reichlich. Alles klar, gib ihn. Weg hier. Okay, die wachsen. Das ist gut. Denn davon brauchen wir auch noch ein paar. Und ich muss hier öfters hin. Hier hinten ist immer so still und leer. Zack. Das ist ganz praktisch, dass wir immer wieder am Abend weggehen. In 7 Minuten ist Abend zumindest. Und, ja. Wir rennen und rennen und rennen, rennen, rennen. Upsala. Und direkt rechts, ne? Ja, nice. Oh, was ist das? Vergammelte Früchte.
würde gerne hier in irgendwie eine Abkürzung schaffen. Wir können uns hier einen Teleporter hinmachen, ne? Na, oder ansatzweise irgendwo hier hin. Hier. Hier können wir uns einen Teleporter hinbauen. Alles klar. Erstmal muss ich gucken, dass ich jetzt irgendwie hochkomme. Das scheint hier auch alles resettet zu haben. Ich will hoch, genau. Einfach eine Runde hoch. Oh, Energie ist leer. So, mal gucken, war das hier, dass wir hier hoch mussten? Warte mal kurz, ich gehe mal kurz eben hoch. Energie sollte nur eben wieder sammeln. Okay, da wären wir. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Das muss ja da sein. Wartet, ich gehe da mal kurz eben hin. Ach nein, da ist der Schlüssel, den wir brauchen. Und irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das war. Tja, da müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Das ist mega gut. So, dann... Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wir müssen wirklich... Oh. Hilft jetzt echt nur umgucken. Oh, verdammt. Ich Idiot. Hat nicht mehr genug Energie gehabt. Ja, es ist offen. Sehr gut. Wo bringt uns das hin? Hühner. Okay, ich lade mal kurz auf und dann gucke ich mal. Es scheint wohl noch ein bisschen höher zu gehen. Da hinten will ich hin. Aua. Tja, alles klar. Ich bin wieder hier. Ich muss nochmal den roten Dings finden. Das war Fail. So. Tja, so schnell kann man sich verlaufen. Ich hätte mir... Oh, nee, Quatsch. Blödsinn. Man kann ja in dem Spiel gar keinen Waypoint machen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte mir einen Waypoint machen sollen. Da ist er! Da! Da hinten! Na, so können wir ihn auf jeden Fall nicht füttern. Wie habe ich die Tür aufbekommen? Oh, verdammt.
Wow, 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 wow. Das ist eine schlechte Idee. Tja, irgendwie übersehe ich gerade den Schalter entweder. Oh, der. Ich muss ganz woanders schaltern, so wie es ausschaut. Ich gehe mal nach oben. Alles klar, muss ich mir merken, da unten ist er. Der einzige Schalter, der hier ist, ist der da. Ich glaube, der hat keinen direkten Effekt dazu. Ich guck mal. Okay, ich muss wirklich ein paar mehr Schalter umlegen. Am besten überall irgendwo welche. Oh, da ist doch was. Ups. So. Los geht's. Gorgo, oder? Gorgo hieß nie genau. Entschuldigung, ich vergesse es immer wieder, weil wir die so selten sehen. Komm schon, friss all die Hühnchen und explodiere. Oh, Gott sei Dank. Wow. Eine Phasenzitrone, finde ich gut. Was war das? Oh, ein Schlüssel, alles klar. Und weg hier. Was soll das? Okay, ich muss wieder hoch. Wow, wow, wow. Lässt du das? Erstmal aufräumen hier. Gerade nur den Weg hochfinden. Ich glaube, das ist der schwierigste. Ah, da, da geht's hoch. Okay. Was ist hier oben los? Oh mein Gott, wo kommen die alle her? Und da war noch einer. Oder offen? Es scheint offen zu sein, ne? Juhu! Uah. Ob das der Weg in die Kristallmine sein wird? Ich denke. Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel und, ihr wisst ja, die Folge ist schon lang genug. Ich glaube, wir werden den Schlüssel erst in der nächsten Folge nutzen. Also hier an dieser Stelle erst einmal danke fürs Einschalten und wir rudern schon mal aus dem Schlüsselloch. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis dahin. Ciao, Leute.